mal so ein bisschen, noch weil es so zum Schluss vom Jura von den letzten großen Evenementen ist, wirklich so als Meilenstein, den dann so ein bisschen wie ein Resümee spielt von der Kunstszene. Zuletzt zum Beispiel wirklich aktueller. Es sind immer neue Wirker, die noch nicht so ernst gewesen gehen. Auch allein für die Stadtspo zu gehen, das ist einfach flott, für wirklich zu sehen, wo sind wir gerade rund zu Lützburg. Seit ich 12 bin, wollte ich bei der Kall. Also, dass es aus einer Künstlerfamilie kommen, war für mich irgendwie der Kall, war Quadrat. Da hinein zu packen, war für mich persönlich zu leben. Also ich habe auch schon mal mitgemacht, dass ich dann nicht ungeholt war, weil ich natürlich auch klar ist, kann ich nicht immer ungeholt gehen. Aber seht dann natürlich, wenn ich ungeholt gehe, dann kommt dann einfach eine große Bestätigung, für dann einfach so zu kriegen, okay, den Villa, wir holen sie und du warst akzeptiert. Der Lied war an Madame Nina Tomasch. Und ich wusste, dass der Platz, wo man diese Sachen du weißt, dann ist in einerseits akzeptiert. Zu Lützburg eben am Zirkel von den Künstlern. Du wirst in Freude repräsentiert zu sein. Und der Preis, der geht mir dann einerseits noch mehr wert. Der Kall hat immer fertig gebracht, die letzten 125 Jahre die Qualität zu halten. Der Salon von Kall ist eine Ausstellung, wo eine Jury besteht. Und die Jury ist immer mehr international, gehen überregional, sie lassen ausländische Mammern da dran. Das heißt, da ist ein Filter der Qualität. Und es sind noch immer mehr Artisten, die mitmachen, so sind da 70-80 mitgemacht, da sind da 130 bis 140 Artisten, die da aufgehen. Und gehen da 37 bis 44, schon mal 45 selektioniert. Und durch den Filter von dem Jury, Gedenk Selektion von Övre gemacht. Und dafür titulär vom Kall zu gehen, muss ich innerhalb von 5 Jahren dreimal durch die Filter von dem Jury gehen. Und das bringt Matzisch. Und das ist nicht etwas, was mir behauptet. Wenn ihr guckt, alle guten die Leute, die Prix Pierre Werner gewonnen haben, oder die Leute, die den Prix Grand Duc Adolf gewonnen haben, wenn ihr dann retrospektivisch guckt, dann haben die Jury sich nie geirrt, weil die Leute sind aber in unserer Kunst, Landschaft und als zu Lützburg bekannt. Im 19. Jahrhundert war für alle markiert durch eine erste Phase von der Lützburger Kunstgeschichte, wo viele von denen, die eine Rolle gespielt haben, nicht nur Künstler waren, sondern auch Professor. Und da kam 1893 die Gründung des Cercle Artistique, die kurz darauf zu einem Salon des Cercle Artistique gefeuert hat. Und ich meine, dass heute nach der Salon, der unser Geburtstag feiert, die Spitze des Eisbergers, die meisten Leute kennen. Der Salon des Cercle Artistique ist die Exposition, wo gewiesen wird, wer der Cercle Artistique all jahres raussicht. Es ist aber so, dass der Cercle Artistique auch eine Rolle an der Gesellschaft gespielt hat. Und zwar eine Rolle, die oft mit Diskussionen, mit Streitereien, ich ging nicht so in einem Kulturkampf, aber trotzdem eine ästhetische Richtung von der Lützburger Kunst immer nicht zu dienen hat. Sie hat sie vielleicht nicht immer können desideren, aber sie hat immer nicht probiert, sie mal zu beeinflussen. Wenn ihr guckt, die erste Phase, die erste Gründer, da gibt es zum Beispiel schon eine Mischung. Der Michel Engels hat eine enorm große Rolle gespielt, der war Professor, Artist. Der Franz Heldenstein, den Gründer vom Cercle Artistique, der war eigentlich Optiker. Das war also, ich ging mal so ein Amateur éclairé. Aber wenn ihr die zwei Figuren hält, hat er schon die zwei Polen, von dem von vielem wird heute nach, meine ich, den Salon vom Cercle Artistique und der Cercle Artistique selber ausmischt. Der Cercle Artistique, das sind nicht nur Künstler, das sind Figuren aus der Lützburger Gesellschaft, die mit der Kultur und mit der Kunst direkt etwas voll zu tun haben. Nun war es aber so, dass an der Belle Epoque einige Figuren aufgetaucht sind, die am 19. Jahrhundert noch nicht kaufen. Das waren unabhängige Künstler. Franz Seimert war so ein. Franz Seimert ist eine außergewöhnliche Figur, hin als an Amerika emigriert. Hat hier den Mississippi gemalt, an anderen Gegenden, als bis rüber Mexiko, bis rüber Kanada gegangen. Und als zurück auf Lützburg kam. Hat eine große Ausstellung am heidischen Casino gemacht. Und hat die Bilder bei Lado verkauft. Und hat dann Haus am Hollinger Grund gekauft.
Und da hat den Banker eine Figur, die von seiner Kunst leben kommt. Und das war schon ein bisschen ein großes Changement. Hin hat am Salon vom Cercle Artistique eine ganz große Rolle gespielt seit seines Lebens. Hin hat immer viel ausgestaltet und aus viel rausgesicht gehen. Denn Franz Seimertz hat immer 10, 12, 15 Bilder am Salon. Das ist enorm. Das kann ich heute nicht mehr vorstellen. Eine andere Figur, die für uns heute eine Rolle spielt, aber damals verkannt war, das ist Dominik Lang, ein Diedlinger Maler, den vor allem durch seine Kunst, ein Mann durch seine Persönlichkeit vielleicht eine Veränderung gebracht hat. Er war am Anfang ein Symbolist, was da noch zu einem Impressionist oder durch den Postimpressionist ging. Und er war eigentlich der erste Maler am Salon, an der allgemein zu Lützeburg, der nur angefangen hat, nicht just das zu malen, was er gesehen hat, wie er nicht gesehen hat, mehr ernst zu transfigurieren für den französischen Sohn. Und das war auch für die Kunstgeschichte im Moment zu Lützeburg eine Änderung. Da geht natürlich der Begriff, hat man nicht immer 15, 20 Jahre Verspätung. Das ist eine wichtige Diskussion, die in dem Moment für die Periode feiern muss. Hau das nicht mehr der Fall. Mit dem Moment war das ein Faktum. Ganz einfach, Lützeburg war, ich ging so, teilweise eine Provinz. Es war ein Land, Kommunikationsfähig, waren in dem Moment nicht so entwickelt. Und überhaupt hat er nicht so viel mitgekriegt. Das heißt, wenn er nicht gereist ist, wenn er keine große Reise gemacht hat, wenn er nicht auf Ausländer Schule gegangen ist, kommt das automatisch dazu, dass er vielleicht mehr konservativ oder mehr traditionell eine Vision von der Kunst hat. Und der Widerspruch von Künstlern, die in das Ausland gegangen sind, die dort studiert haben, die dort gereist haben, an denen, die heute zu Lützeburg geblieben sind, an denen man desideren wollte, was Kunst war, das ist immer der große Streit am Kall gewesen. Und das ist das, was die Geschichte vom Cercle Artistique auch interessant macht. Wie du in den Nächsten Weltkrieg rüber war, könnt ein anderer wichtiger Moment, 20er Jahren und auch 30er Jahren, sind ganz markant. Und auch da spielt ein Cercle Artistique an der Salon eine große Rolle. An den Mitte von den 20er Jahren, also zu einer Sezession, zu einer Trennung, zu einer Spaltung kommen. Und zwar von einer Generation von jungen Künstlern, die alle guten während dem Krieg, Erster Weltkrieg in Deutschland müssen studieren, weil sie nicht konnten nach Paris gehen. Und natürlich die eminenteste Figur, vielleicht Joseph Kutter. Und die Leute hatten eine komplette Professionalisierung mit durchgemacht. Sie waren noch modern. Das heißt, sie haben von der neuen Kunst wollen leben. Das war zuletzt aber ganz schwer. Nicht nur, weil sie keine direkte Klientel hatten, sondern weil sie auch stark kritisiert waren, wie sie gemalt haben. Und da haben sie gedacht, wir machen einen anderen Salon, einen Salon à part. Das wurde ein paar Jahre gehalten und hat sich zunächst abgelöst. Wie das zu Lützeburg oft der Fall ist, sind die Member, die trennen sich davon, dass leider gestorben und du hast die Initiative als gebremst gehen. Wie zum Beispiel nach an den Anfang von der 40er Jahre, just während der Okkupation, gab es nach Diskussionen beim Joseph Kutter, wo gesagt wurde, dass wir probieren, nach einem zweiten Salon zu machen. Joseph Kutter, hast du leider gestorben, du hast es nicht gehen. Du kommst Besatzungszeit. Die, wo der Karl abgehoben ging, also wo viel, alles zu Lützeburg eigentlich auf Stillstand kommt, wo die Preise am Anfang die Griff auf die Kultur, den Impact auf die Kultur hatten, den wir heute kennen. Aber wie der Krieg rüber war, kommt zu einem ganzen zu einem Revival von einer nächsten Generation. Wir hatten die Leute, die Karl gegründet haben. Wir hatten Sezessionisten. Und da kam eine junge Generation, die just vor dem Krieg angefangen hat, die sich manifestiert hat, zum Beispiel am Kader von der Jahrhundertfeier von Lützeburg 1931, und von einem Pavillon, den wir auf der Weltausstellung zu New York hatten. Und da waren Leute dabei wie der Vercollier, wie auch zum Beispiel der Michel Stoffel. Und so Figuren, die während dem Krieg teilweise deportiert waren, die da gelitten haben oder die verboten waren, die haben nach dem Krieg, wie soll ich sagen, das nicht angefangen, und zwar am Kader von Karl. Und das ist interessant. Ganz am Anfang am Kader von Karl, und auch vom Salon von Karl, der Michel Stoffel war da ganz engagiert. Und sie sind die abstrakte Kunst auf Lützeburg gebracht haben. Später haben auch sie sich nicht getrennt von Karl als separate Ausstellung gemacht, die unter dem Begriff Ikonomak an Lützeburger Kunstgeschichte angegangen sind. Und da seht ihr wirklich, wenn ihr so drei Fixpunkte hält: Gründung von Karl, Belle Epoque, zusammen und dann noch 20 und 30 Jahre mit der Sezession und dann noch Kriegszeit mit nicht der Erfindung, mit der Introduktion von der abstrakten Malerei zu Lützeburg, dann hört ihr schon an der Geschichte von Karl, die wir feiern, drei ganz schwere Punkte, die gut erklären können, was eine Lützeburger Kunstgeschichte ist. Die
die Generation von den Künstlern aus den 50er Jahren, die auch zum Beispiel mit der Hilfe von Kritikern wie dem Joseph Emil Müller sich einfach durchsetzen konnte, hat quasi die letzte Kunst bald bis an den Anfang von den 80er Jahren dominiert. An den kommenden 80er Jahren international war das eine Bewegung, die zum Beispiel zurückzwängt, expressiver, figurativer Malerei gekommen ist. Und da kommen da Figuren zu Lützeburg wie der Brandy, den ganz stark abgekommen ist, Patricia Lippert, Jean-Marie Biver, Fernand Berthe bis ein bisschen mehr spät. Und das sind Maler, die am Anfang auch die Malerei und sich nicht als individuellen Akt gestärkt noch viel bricht. Das sind Leute, die hier zwingen, keine Gruppe, die sind nicht assoziiert, aber die auch frei für sich ihre Weg zu Lützeburg können machen. Und die haben auch am Salon von Karl eben die Sache gewiesen. Aber besonders in den 80er Jahren bis zum Anfang der 90er Jahre ging es so, dass der Salon von Karl nach immer der Moment am Jahr war, wo die Lützeburger gucken gegangen sind, was das da geschieht, aber was geht nicht neu. Weil da gab es ein Museum zu Lützeburg. Der Museum hat das nicht immer alles ausgestellt. Das war in dem Moment nicht seine Rolle, auf jeden Fall, dass es nicht so viele Sterne ging. Und der Salon von Karl war eigentlich die Vitrine für die Lützeburger Kunst bis an den Anfang der 90er Jahre. Und da hat sich die Zeit ein bisschen geändert. In 1993 sollte der Cercle Artistique dann noch nicht sein Geburtstag feiern, sein 100. Geburtstag. An den 80er Jahren bis 90er Jahren war er ganz stark von dem Präsidenten, damals dem Herrn Dondlinger, markiert, der noch anfangs der 80er Jahren direkt eine Änderung durchgesetzt hat, die auch nicht eine Professionalisierung von Karl Matze spricht hat, dass zum Beispiel auch Leute aus dem Ausland dürfen ausstellen. Der Karl hat sich mehr abgemacht. Und das ist ein Phänomen, das immer eine Rolle gespielt hat. Wie muss der Karl sich an Künstler sehen oder an die Identität von den Künstlern aufpassen? Wie muss der Salon und Leute raussichern? Sollen die, die immer dabei wären, eine Art Vierrecht tun, kann ihn einem, den immer mal ausgestellt wird, so ein Hund ist das nicht rausgesicht? Als das möglich ist, das ist ein ganz kleiner Milieu wie zu Lützeburg schwierig. Und das sind natürlich die Künstler, die dabei kommen. Die Künstler, die dabei kommen, die so ein, wir weisen eine andere Kunst. Wir weisen eine Kunst, die sowieso zu Lützeburg noch nicht gewiesen gehen, sondern die haben nicht nur Ambitionen, die haben auch hier Demanden. Das sind alles Sachen, mit denen der Karl über seine Geschichte immer nicht konfrontiert ging, sondern in den 90er Jahren war das nicht so evident, weil die Kunstsituation allgemein sich verändert hat. Viel mehr Leute sind Kunst studieren gegangen, die ersten Leute kommen noch zurück. Und ganz viele Leute, die im Moment fertig waren mit den Kunststudien, sind gar nicht zurück auf Lützeburg gekommen. Das war so ein Phänomen, das in den 80er, 90er Jahren war. Und an Engels haben die Institutionen zu Lützeburg sich verändert. Der Karl war nicht mehr allein. Es kommen Kulturjahren, es kommen Plätze wie das Casino Luxembourg Forum d'Art Contemporain. Das Nationalmuseum hat immer noch angefangen, Art Contemporain Ausstellungen zu machen. Die ersten Ausstellungen von Mudam, wie das Gebäude noch nicht fertig war, sie schon gemerkt haben. Alles das hat zu einer Situation geführt, die wir heute kennen, und die für den Karl nicht einfach ist. Ganz viele Institutionen zu Lützeburg, aus dem Land, weisen nicht nur das, was sie sonst gewesen haben, sie weisen auch Gegenwärtskunst. Und das ist eine Trachtkonkurrenz, der sich muss bewusst sein. Daher könnt ihr vielleicht doch, dass nicht mehr alle Künstler, die mit seiner Studie fertig ist, automatisch die Idee hat, für am Salon vom Cercle Artistique auszustellen. Ich meine, wenn ihr das guckt, was Lützeburg gemacht wird, was hier geschafft wird, sind nicht der Meinung, dass das durchaus die Straße hält gegenüber von dem, was bei uns in Opera gemacht wird. Wenn ihr in Großregion zum Beispiel guckt, wo wir Leute haben, die ihren Weg gehen und ihren Weg gut gehen, das ist ja so, dass gerade am Karl das Bewusstsein immer mehr groß geht, als dafür, dass er sich muss abmachen muss, dass er seinerseits kommt. Schon angefangen, anfangs von den 90er Jahren, schon unter dem Präsident Hamilius, dass Member auch vom Jury beispielsweise nicht immer mit dem Lützeburger war, aber dass von außen Experten herkommen, dass ja nur so, dass den Jury, der sich zusammenstellt, dass wir eine richtig international, wenn man so will, eine Repräsentation von der Großregion, wo von allen vier Ländern zwei Leute immer am Jury sind. Ich meine, das hat den großen Vorteil, dass wirklich in anderen Nähe auch auf die Qualität von dem, was ihr dann da rauskommt, von außen noch etwas guckt.
Karl hat sich meiner Meinung nach dadurch positionieren, weil eben die Präsidenten, die da waren, und auch die Leute, die mit an der Komitee waren, die Artisten, die mit da waren, oder auch die Leute, die von Paris in Irak kommen, weil die Courage hatten, einfach für Sachen immer vorzustellen, für neue Wege zu gehen, für sie abzumachen, für Bewusstsein aufzubauen, für nicht zu fährten, für auch selbstkritisch sich zu hinterfragen und nicht, wenn in einem Jahr nach China den Zug laufen zu lassen, bis dann China irgendwann ein Jahr am Nirvana endet und die Lokomotive untergeht. Ich meine, das sind einfach die Dinge, die muss da sein. Konnte das ja eine Reaktion immer auf das Welt, auf das Zeit. Und das muss sich auch an den an Institutionen wie am Zirkel Artistik rumspiegeln. Und ich meine, das ist für meine Nähe zumindest der Fall. Ja, freischaffend sind ich seit 1972 und fühle, dass das heute nicht möglich wäre, wie wir heute Mola sind, heute, dass das nicht möglich gewesen ist. Sind schon in Provence gegangen, sind auf Poser gegangen, ob schon ist, das wäre nur einer Sest, wird alles ganz frei. Und das wäre alles Elef Libre. Und ja, schon da irgendwie durch mein Weg gesicht, das wäre aber ganz schwer, ich wusste nicht, wie ich soll überleben. Mit Vendange, mit Schwingstellen, Botzen und Hängerstellen plutôt. Also alles, Äppelplicken, schon alles gemerkt. Wenn ich zurückkomme, da wäre das Häuschen und Sträußchen, so wissen die Karl. Und da wäre ein Albert Dondlinger, der damals mein Chef da beim Karl, der Präsident war, der hat gesagt, hey, komm mal mit, weil ich so gebracht für ein Appartement zu kaufen. Und hat keiner Confiance gemacht. Er sagt, hey, ich will den Bilder als Garantie, er müsste mit am Karl. Das wäre ein Ding. Okay, Mensch, das. Oh, der Kalle, das ist eine Institution. Also ich kann mich erinnern, die ich gehe, wo ich am Kalle ausgestellt habe. Das war 1984. Bon, da war ich ein junger Student, ich bin drin gekommen. Von der Beaux-Arts, ja, was möchte ich denn zu Lützeburg? Und da war der Kalle, das war so ein Passage, praktisch obligé. Und dann habe ich da ausgestellt, natürlich, war ich immer froh. Und der Kalle, die Zeit, das war auch ein Tremplin. Das war so ein Visitenkärtchen. Ich für ihn aus dem Karl gegangen. Das war das Salon, das war ein Event vom Jahr. Das ist so ein Ritual, weil gehen alle Jahre im September die Abgabe von den Bildern für den Salon und dann die Jury und dann ein bisschen Bauch zwicken, sind ich dabei oder nicht. Und auch rauszusichern, was tun ich das Beste gemacht oder was will ich an den Salon geben, will ich mich weisen. Und dann der große Vernissage, wo dann viele Leute kommen. Und Katalog natürlich. Und das ist schon eine flotte Visibilität und eine flotte Plattform, wenn ihr keine Galerie habt oder wenn ihr hier nach Hause könnt. Ich habe noch auch eine ganze Zeit gebraucht, bis ich überhaupt akzeptiert habe. Ne? Das ist nicht so einfach gewesen. Und ich musste auch die Schrecken verdauen, bis dass ich dann endlich dann dabei war. Und, das war für mich wirklich formidabel. Being a member of KAL is, of course, a nice recognition, but as such, it doesn't guarantee you anything, no special privileges at all. It's just, like I said, a type of recognition. But for me, KAL has been very good. It has opened a lot of doors and met a lot of new people, and I've been able to present my work to an audience that otherwise would be very difficult.
Weil das so gut fand am Kallas, dass eben die Kriterien der Qualität da ist, dass ich muss dreimal am Salon Matt gemerkt und zu meiner Zeit wird nach dreimal 100 nie, drei Jahre 100 nie. Und das Zeit halt, bis das in sich affirmiert als Künstler. Das kann mal geschehen, dass ich eine Kurve Matt gemerkt habe oder dass ich in einer Kunststadt könnte und dass ich dann auch voll Energie aus von den Profen, von den Sachen, die du gelehrt hast. Aber wenn ich dann, wie sie länger Matt liegt, steht dann, das muss alles und holen. Dann ist das schon eine ganz andere Sache. Also, mir hat es ermöglicht, wirklich meine Arbeit immer vorzustellen, wenn ich eine Chance hatte, dabei zu sein. Und ich ging schon so, dass der Fett, dass einem sein Weg durch die Jury geht, schon etwas bedeutet. Artisten zusammen, das klappt nicht. Das ist ganz klar, verliert Frieden an sich und Frieden. So, und da sind ich auch keine Ausnahme. So nicht, dass du keine Ausnahme bist. Aber ich meine, das ist ein Kals in Rolle. Auch. Er bringt Leute zusammen, aber vielleicht entstehen ja auch da zwischen Artisten Sachen. Also bei mir sind die Sachen immer entstanden, weil sie haben mich am Mottli gekommen, einen Kaffee getrunken und da wird er flott sehr. Wir sind auch Leute, die brauchen das, für sich zu rumzubringen. Und sind da die, mit denen sind die besser und einer nicht. He, das Et muss nicht vergessen, dass Lützeburg am Fungerolle ganz klein Land ist. In der Zwischenzeit ist Lützeburg auch keine Insel mehr. Da sind immer immens viele Artisten, die Jungartisten, die sich am Ausland etablieren, die zurückkommen, Ausländer, die hier kommen. Natürlich, wir haben hier Marché, den ist relativ saturiert. Weil der Pouvoir d'Achat von den Leuten ist mehr klein. Die Leute sind auch viel mehr mobil, sie kaufen. Männer, wo haben wir auch eine Zeit, wo die Institutionen viel kauft und Banken. Der Banksektor waren die 80er, 90er Jahre bis 2000, die haben viel gekauft, Großsachen gekauft. Und die mache ich also auch nicht mehr so stark wie früher. Yeah, in photography especially, I can see that there's been a very positive evolution in the recent years. Lots of experimental stuff being exhibited and a lot more people are drawn into the artistic side of photography. As in the past, photography played a very, very small part in the, even in the color exhibitions. So I'm very happy to see that it's also a sector that's been rejuvenated lately. Ich kann mich nicht imaginieren, dass der Karl in Vancouver verschwunden. Wir haben ja verschiedene Institutionen hier. Wir haben die Mudams, so die Institution Museal, das Casino, wir haben Experimental. Der Karl, das ist eine von all den Institutionen, dass sie älst. Und ich meine, die hat noch immer eine Rolle zu spielen. Der Karl war 50 oder 60 Jahre am Grund. Der Karl plündert nur an Dürverstadt, an der Presbyter Saint-Michel, um verschmacht, weil du sich eine ganz flotte Location hast, wie in der Tautgif nennen, wo man auch nicht Galerien sieht, wo man mit anderen Kunstassoziationen an einem Gebäude sehen. Ich meine, das gibt einen ganz flotten Melting Pot, wo auch nach neue Ideen können entstehen. Und das ist ein modernes Gebäude, wo man da so Sachen wie Formationen können machen können. Man hat ein modernes Büro mit informatisch-technischen Instrumenten, die man da können gebrauchen. Aber wir werden auch, wenn wir plündern, die Kollektion von Karl auch systematisch regruppieren und auch katalogisieren, die sich über die letzten 125 Jahre am Aale-Karls-Gebäude angesammelt haben.